haben gesagt, Jesus im Disneyland, ne? Jesus hier mit schönen Minimaus-Ohren. Digga, da sehe ich mich auf jeden Fall drin. Der Bruder ist auch gut. Hey Leute, ich habe es niemand gebaut. Wie findest euch das? Es ist sehr soon. Guck mal, wie soon ist er? Also heute Abend steigt eine fette Party und ich bin dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Mach zu. Okay, jetzt müssen wir einen Euro finden. Ey, was habt ihr jetzt zu, wa? Nein. Schmeckt wie Honig. Mein Baby, ohne dich leben, kein Leben. Kein Leben. Boah, Bruder, ey, alles für den deutschen Pass. Welchem Tier ist der Zustand benannt, der einen dicken Schädel nach übermäßigem Alkoholgenuss beschreibt? Brummschädel. Jo, mein Name ist Mathis und mein Motto ist, lieber eine Schwanzgierige als eine ganz Schwierige. Gisela, dein Bein nicht verdreht! Dilli Vanilli, iPad, Villa, Etale! Ich schwöre, das kenne ich aber zu gut, Mann. Wenn man auf locker easy was im Müll schmeißen möchte und einfach extrem verkackt. Hello, this is Lothar Matthäus. Oh nein. I am happy to be part of Noften. Noften.com is a platform for celebrities to acquire and trade exclusive NFTs. Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on Noften.com. Ach, schau mal, wer uns da mit seiner Anwesenheit beehrt. Guck mal da. Ach, es lebt. Guten Morgen. Oder soll ich lieber sagen, Mahlzeit? Ich schwöre, wenn meine Eltern so gewesen wären, ich wäre gar nicht mehr aufgestanden, Alter. Ich wäre einfach gar nicht mehr aufgestanden. Ey, ich schwöre, ey, das ist so richtiger Schmutz, Alter. Das ist nicht nur Ü50 Humor, das ist so richtiger Trash, Mann. Ich wäre einfach nicht aufgestanden, wenn meine Eltern so wären. Ciao. Fertig. Einfach weg. War das so richtig realisiert, dass ich mit Trimix spiele? Und Rumatra. Und Rumatra, weil der ist mir egal. Let's go! Richtige Antwort. Ich hab mich verfluchen lassen, ich habe ein Porno gedreht, ich habe LSD und Kokain ausprobiert, meditiert und bin in ein Haus eingebrochen. Ich bin drin. Stabiler Lebenslauf, Alter. Was sagst du nichts, ne? Stabiler Lebenslauf. Der Pilz an Montes Pimmel. Okay. Mit 2 Euro kommt nächste Woche wieder aus dem Urlaub. Kauf schon mal Creme. Bro, manche Leute, was sie sich einverlassen. Nur um zu donaten. Der zweite. Weil er kräftiger ist. Weil er kräftiger ist, der hat richtige Muckis, sagen sie. Naja, halt gut im Futter. Der ist gut im Futter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, man weiß es nicht. Der ist sympathisch. Mit dem erotischen Blick macht es auch sie ein bisschen an, oder was? Ja, fand ich auch. Würden sie ihm sagen, wenn sie ihn auf der Straße sehen, wenn sie ihn ansprechen müssen, zack, zack, was würden sie sagen zu ihm? Hey, du gefällst mir und? Ach, sowas mache ich nicht. Machen sie nicht? Ja, Mann, sie werden erobert. Ja? Hey, jetzt mal ernsthaft, was hat das Video gerade für eine scheiß Qualität? Also, es gibt's doch irgendwo ein Original, wahrscheinlich in HD. Was ist passiert, dass das Video so eine schlechte Qualität hatte? Mit welchem Konverter hat er das runtergeladen, Alter? Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Die FIFA vergibt die WM 2034 an Afghanistan. FIFA-Chef Kevin Großkreuz sagt, man verstehe sich gut mit den Taliban und hält sie für weltoffene und tolerante Gastgeber. Okay, ey, ich muss sagen, heute ist gut. Heute finde ich es nicht schlecht. Heute finde ich es nicht schlecht, ohne Scheiß. Also die letzten Memes haben mich so enttäuscht, ne? Aber die zwei Videos waren gut. Komm, Alter, ey, mit wie heißt die Alte? Ich vergesse es immer. Ah, oh, hier bei dem dritten Video, das gucken wir. Ey, komm, zwei gönnen wir uns doch hier noch. Komm, Alter, bring mich zum Lachen. Ich habe gute Laune, Alter. Let's go. Wer auch immer du bist. Wie sehr liebst du deine Frau? Ist es
willst du gar nicht mehr sehen. Das war ja selbst hier. Oha. Oha, hä? Wie geil? Hä? Verarsch mich nicht. Wie geil ist das denn? Ey, das habe ich letztens gesehen, Mann. Das würde ich mit meinen Freunden bald spielen, Alter. Raus, raus, raus. Los. Los. Ah, raus, raus, Jungs, raus. Weiter, komm. Los. Ja. Los. 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 Ist das ein Mädchen? Mein Bruder? Raus. Los. Der eine liked die ganze Zeit, der war ganz am Anfang eigentlich schon raus. Da hat er erstmal die erste geliked und da war der eigentlich schon raus, Alter. Und bei dem Bruder kommt nur Fußballsachen. Erst wie anständig ist er? Ja. Bruder. Mach mal Sahne auf mein Kiesli. Wo willst du es haben? Mach auch ein bisschen zwischen Keks und Hand. Korrekt. Habe ich schon erwähnt, dass ich Bock habe auf einen Falafel-Pommes-Döner-Teller und noch Käse drüber. Oh, so ein bisschen gewürfelt, so ein Schafskäse noch drüber. Oh, auch ein bisschen mit Soße. Schön frisch Salat, paar geile Pommes dazu, Falafel und dann den Käse drüber, Alter. Aber ruhig auch so eine XXL-Version. Digga, Real Talk, ohne Scheiß, ohne Witz, es gibt nichts Besseres als vor dem Club. Vor dem Club. Ja, los, Digga. Als nach dem Club sich einen saftigen Döner zu holen. Ganz ehrlich, Erfolgsrezept, wenn ihr was haben wollt, was wissen wollt, wie ihr reich werdet, innerhalb von ein paar Jahren, macht einen Dönerladen neben einer Disco auf. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ihr müsst ein paar Jahre lang voll hustlen und dann seid ihr safe reich. Gerade in einer Großstadt, Cash ohne Ende. Mein Stammdönerladen neben dem Club, wo ich immer feiern war, die war von einem kleinen, also es war nicht ein ranziger Laden, ne, aber die sind immer moderner geworden, immer renoviert, upgegradet, schöner. Die sind jetzt mittlerweile, ist es so richtig schnieker Dönerladen geworden. Ey, die machen Cash ohne Ende, safe. Safe. Jetzt gerade nicht, okay, ist Pandemie. Kannst du nichts machen, aber im Normalfall, wenn du reich werden möchtest, scheiß auf alle Videos auf YouTube oder sonst was, mach Dönerladen neben Club auf. Oder irgendwas anderes, Hauptsache fettig. Stell dir mal vor, du bist auf der Bühne und hältst eine Rede gegen mich. Und ich bin nicht weit weg von dir. Zählt da nicht. Ich hab doch nur gesagt, stell dir vor. Ach, das war, oha, das war auch ein Echo, ne? Dieser Gambino. Wie die den gedisst haben, weil der am Zittern war, aber es war sozial. Wir wollen noch ein paar Jahre Freude haben. Wir haben ja. Ich komme gleich sechs Mannschaftswagen. Ich bin hier, um euch saufen zu sehen. Heute will ich noch eine richtig fette mit dem wegnageln. Oh, oder vielleicht auch. Alter. Was? Alter. Ich wollte gerade sagen, als ob der das durch seine Nase getrunken hat. Niemals. Der wird sich flüssig ernähren. Hasentöter. Jeder diesen einen. Stell dir vor, du trinkst was durch deine Nase. Geht das überhaupt? Also klar geht das, aber das ist so maximal ekelhaft, oder nicht? Oh, ich überlege gerade, ob ich das ausprobiere. Aber ich lasse das. Ich bin doch nicht bescheuert, Digga. Ein Freund, der in jeder Situation einfach nur frauensüchtig ist. Junge, Alter, weißt du was? Meine beste Freundin wandert einfach nach Amerika aus. Ich kann die gar nicht mehr sehen dann. Boah, scheiße, Alter. Das ist echt miese, Mann. War die wenigstens geil? Junge, und weißt du noch was? Unsere Mathelehrerin, die mir immer den Arsch gerettet hat, Alter, wechselt einfach die Schule. Scheiße, Junge, dann wird der jetzt herbeschwer für dich in der Schule. Aber war die wenigstens geil? Und Junge, das Herbst ist, Jenny wurde vorgestern einfach vom Auto angefahren. Was? Wie angefahren? Und wer ist überhaupt Jenny? Unser kleiner Hund, den wir hatten, Alter. Alter, laber doch nicht. Scheiße, Mann. War die wenigstens geil? Ich schwöre, es gibt immer einen, der so ist. Ich habe auch sofort einen Kollegen im Kopf, der genauso ist, ehrlich jetzt. Ich sag keine Namen. Einiges gesehen, ne? Einiges. Ich habe sogar kurdische Einzelkinder gesehen. Aber das ist krass. Oha, okay. Einzelkinder gesehen. Ey, ungelogen, das ist wirklich krass. Ungelogen, jetzt ernsthaft, ne? Ohne Witz, das hat jeder schon einmal probiert. Das hat jeder schon einmal ausprobiert, das hinzukriegen. Einkaufswagen und dann den Dings, diesen, wie nennt man das denn, diesen Stecker da vorne wieder reinstecken,
damit man das Geld rausholen kann und den Wagen einfach so benutzen kann. Es hat jeder schon mal probiert. Safe, safe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das noch nicht probiert haben. Boah, das ist krass. Heftig. Ja, Nummer. Oh, der Arme. Oh, der wollte gerade irgendein Mädel beeindrucken, Alter. Und ein anderer Typ hat das gesehen und dachte sich, nein, Mann, du nicht. Jetzt, los! Letzte Warnung! Ansonsten knallt's! Verpisst euch! Jetzt! Letzte Warnung! Letzte Warnung! Abmarsch! Ansonsten gibt's Schüsse auf die Reifen! Verpisst euch jetzt! Hopp! Kasala, macht zu! Digga. Hä? Hä? War die RP-Spielerin oder was?